bin Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Laser Luca und zwar ist es die witzigsten eBay-Fails. Let's go! Rola fast schnell wie Mercedes. Schnell wie Mercedes. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu eBay. Ja, ich habe endlich Batterien für dieses Ding gefunden. Aha, jetzt könnt ihr es auch lesen. Jule verkauft gerade viele alte Klamotten etc. bei Kleiderkreisel, eBay, Kleinanzeigen etc. pp. Und hat da schon des Öfteren komische, lustige Beschreibungen und Kommentare gesehen. Und dann ich glaube, das ist eine ältere Folge. Er sieht auch noch ein bisschen jünger irgendwie aus. Und ja, weiter recherchiert und hat einfach gesehen, dass es sogar Instagram-Seiten gibt, die ausschließlich jeden Tag eBay-Fails hochladen. Von daher reagieren wir heute zusammen auf eBay. Fails und lustige Inserierungen kommen. Aquarium für Hamster. Aquarium, ich verkaufe meine Aquarium für Hamster mit alle dabei, ist 55 Euro. Das ist hoch 35 cm, lange 60 cm, dick 30 cm. Alles klar, Digga. Ich würde das Aquarium gegen ein Deutschbuch tauschen. 6 Tauben wollen hier 120 Euro. Was? Wie bitte? Ja, und was machst du so beruflich? Ach ja, meine Tauben betteln um Geld auf eBay. Switch-Kontrolleur Dinkel. Dinkelkong. Ein Dinkelkong. Also das hier ist ja eigentlich Donkey Kong und das hier. Oh Gott. Das ist Dinkelkong. Machen wir aber direkt weiter mit dem nächsten eBay-Fail. Und zwar dieser hier. Eine behinderte Toilette. Warum finde ich das so extrem witzig? Ganz, ganz viele YouTuber haben schon Videos zu eBay-Fails gedreht. Ey, ich kann mir mich gar nicht selbst anschauen. Ich bin schon wieder so rot angelaufen. KuchenTV, meine ich, hat sogar eine komplette Serie, wo er eBay-Fails vorstellt. Also schaut auf jeden Fall auch mal in der Beschreibung vorbei. Da verlinke ich das. Ich möchte nicht, dass er sauer ist auf mich. Jule hat nur auch einige eBay-Fails entdeckt und dachte sich, ey, dazu muss Luca ein Video machen. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten eBay-Fail, und zwar das hier. Eine der ersten Folgen, weil er hat ja irgendwie 500 danach gemacht. IKEA-Pax. Och, wie süß. Oben steht halt IKEA-Pax-Türen weiß matt. So alles gut beschrieben. Darunter sind dann auch die Türen, aber ganz unten. Ich hätte das nur deswegen gekauft. Steht einfach so ein Hund. Ich suche eine Arbeit als Garten. Hallo, ich suche Arbeit als Gartener. Also ich meine, wenn er sich gut um Garten kümmern kann, muss er ja kein Deutsch können. Oder ist es halt wirklich ein Garten, der Arbeit sucht? Digga. Rola, was ist falsch bei Leuten? Schnell wie Mercedes. Meine Fresse. Rola fast schnell wie Mercedes. 150 Euro Verhandelbasis, verhandelbar und Köln. Oh, vielleicht den kaufe ich mir. Der sieht ja auch echt geil aus. Kostüm Harry Potter oder Ron Weasley. Freunde, an der Stelle muss ich euch auch noch mal ein Vergleichsbild hier einfügen. Und zwar ist das hier Ron Weasley von Harry Potter und das hier ist Ron Wiesel. Oh, wie süß. Was? Das ist ein großer Müller. Ja, mein lieber Freund, das hier ist ein kleiner Müller. Einmal bitte lächeln und zack. Familienfoto. Ey, das ist doch echt Wahnsinn, Gott. Als wenn diese Leute das wirklich ernst werden oder als wenn die Leute das wirklich so in eBay reinhauen. Ehrlich gesagt, nach den ganzen Folgen eBay-Fails denke ich wirklich, dass einige Leute einfach irgendwie kaputt im Kopf sind und die meinen es ernst. Mann, aber ich würde sagen, wir machen direkt weiter und zwar mit einem Auto. Meme-Abonnement. Oh mein Gott. Für 5 Euro schicke ich dir einen Monat lang täglich Memes. Für extra Wünsche wie Fortnite, Jason Bourne oder das ist gerade nichts, ist einfach besser. Gibt es 1 Euro Zuschlag. PS, für 10 Euro verhandelbar gibt es auch einen Zuschlag in die Fresse, lol. Da war gerade einfach ein weißer Hintergrund. Das Anzeigebild. Howdy! Howdy. Ey, ich muss mich mal ein bisschen beruhigen. Weißer, ovaler Spiegel. Wieso musst du das Bild so machen, Digga? Die 3 Fragezeichen GPS-Gangster. Buch von die 3 Fragwürdigen. Ja, genau so heißt es.
I'm totally cool now. Das hier ist ein Foto von einem Hamster, der seine Hände hochhebt. Darunter ist Sekten. Ich liebe sowas. Ich verkaufe hier meinen Hamster, da er sich erst vor kurzem dazu entschied, seine eigene Sekte zu gründen. Die Wiedergeburt von Christus ist hierbei nicht auszuschließen. Ich nehme außerdem keine Angebote an, die sich damit beschäftigen, dieser Sekte beitreten zu dürfen. Es steht ausschließlich nur der Verkauf dieses Sektenhamsters im Vordergrund. Ey, dieses Bild. Das ist so klein. Relativ süß. Und zwar steht dort einmal Hund streicheln. Der Hund freut sich gleich Hund streicheln. Und dieses... Ey, das Bild ist schon süß. Das ist ein ganz süßer Hund. Trauriger, happy, hip. Wieso finde ich das lustig? Beschreibung. Ich wollte ihn essen, aber jetzt tut er mir aus irgendeinem Grund leid. Gebe ihn deshalb ab. Das ist so dumm. Schaut euch diesen Traum. Ey, diese losten Augen. Was mache ich eigentlich hier auf meinem Kanal? Justus Bieber T-Shirt in Größe 38. Verkaufe hier das Justin Bischer T-Shirt meiner Tochter. Sie sagt, er ist nicht mehr sweet, deshalb zu verkaufen. Ja, vielleicht einfach eine Mutter, die keine Ahnung hat, von daher völlig okay. Hollywood-Schaukel. Und das Bild. Ja, die wird jeder kaufen. 56 Mal Soße, Dip, McDonald's, Burger King, Curry, Mayonnaise, Ketchup, Barbecue. Also Real Talk, es ist eine ganz normale Inserierung in eBay. Ich habe früher auch immer, als wir mal bei McDonald's waren, mir extra noch viermal süß-saure Soße oder so bestellt. Weil ich mit meiner Schwester gern zu Hause Kroketten gegessen habe und die haben wir halt gerne in diese süß-saure Soße getaucht. Also das Angebot hätten wir safe wahrgenommen. Vor allem für 6 Euro geht's auch eigentlich echt noch klar. 74 mein leere Bruder Jack auch. Daniels Flaschen. Man kann diese Soßen nicht wirklich irgendwie nachkaufen. Die schmecken aber nicht genauso wie beim Mc's zum Beispiel oder Burger King. Die sind immer so anders im Laden. Zu verschenken. 74 leere Jack Daniels Flaschen zu verschenken. Die Flaschen sind nicht ausgespült. Egal. Also für schlechte Zeiten bekommt man sicherlich den einen oder anderen Schluck noch zusammen. Da kenne ich auf jeden Fall einige Leute, die da zuschlagen würden. Hier verkauft jemand so ein Kostüm und zwar das Biene... Oh mein Gott. Biene Meier. Biene Meier Kostüm. Die heißt Meier. Hier heißt nochmal dieses eine Insekt, was erst in 2 Monaten durch die Luft fliegen darf. Biene Meier. Eine Schale bis das... Pistazien. Schalen zum Bast. Dicker. Zum Bast. Bastel dir vielleicht einen Duden, damit du die Sprache lernst, Digga. Als nächstes verkauft dir jemand seine Klimmzugstange. Es ist an sich eigentlich nichts verwerflich. Ich bin jetzt vergeben und mache keinen Sport mehr, so wie das halt ist. Man wird halt einfach irgendwie faul und verbringt mehr Zeit mit dem Partner, als dann irgendwie das für andere Dinge. Wie Fitnessstudio zu... ich habe gerade gepupst, hat man das gehört? Weil ich glaube, ich habe da drüber geredet. Verkaufe abgeschnittene Fußleber. Geh mal weg. Ich dachte, das sind Nudeln oder so. Nudeln, aber wenn es abgeschnittene Fußnägel wären, Alter, pro Mahlzeit. Teppich Kuhfellmuster. Gut erhaltener Teppich an Selbstab... Warte, das? Kuh? Wie sollen die Kuh aussehen, Alter, so? So Roland, die Hausmücke. 18 Euro? Bist du bescheuert? Hallo, leider muss... bei mir auf Klo, das ist genau hier daneben, da chillen einfach Spinnen und 5 Mücken. Und die machen nichts. Die sitzen einfach an der Wand und bewegen sich nicht. Die sind aber lebendig. Ich habe nochmal geprüft, aber trotzdem. Ich frage mich, wieso? Die fliegen nicht raus oder so? I don't know. Muss ich diese Anzeige aufgeben, da ich mich aus finanziellen Gründen momentan nicht mehr um Roland kümmern kann. Ich gebe ihn nur in gute Hände weiter und würde mich freuen, wenn ich ihn später wieder zurückkaufen kann. Er liebt es, wenn man 2-mal täglich mit ihm ca. 15 Minuten spielt. Alter, du bist ein ganz komischer Mensch. Ersatzteile Xbox One Controller. Ich wollte die Knöpfe auswechseln und bekomme ihn nicht wieder zusammen. What? Aber sonst bin ich schlau. Das hätte auch eine Antwort von mir in der Klausur in der Uni sein können. So, hey, lieber Dozent, ich kriege diese Antwort leider nicht raus, aber... Sonst bin ich eigentlich echt schlau. Eigentlich immer. Verkauft hier jemand seinen Netflix-Hamster. Das ist ein Hamster, nein, der schon auf einer Tastatur sitzt und unten steht. Ich muss mich von meinem Hamster trennen, weil er Serien ohne mich...
Das ist ein guter Grund. Hätte ich auch gemacht. Weil er Serien ohne mich weiterschaut. Wir haben die Serie zusammen angefangen und er hat mich betrogen. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen, abzugeben an Leute ohne Netflix. Der Netflix-Hamster weg. Boah, ich könnte auch Leute töten, die immer mit dir eine Serie schauen und dann auf einmal alleine weiterschauen. Wirklich, Schelle links, Schelle rechts. Okay. Kennt ihn nicht. Als nächstes Bild haben wir... Was denn? Wird in Köln verkauft. Also an alle meine Kölner Freunde. Wenn ihr Bock habt auf ein unsichtbares Auto, dann gönnt euch. Kostet nur 4.500 Euro. Hier verkauft jemand Meerschweinchen. Unten steht Designer Mini-Hund. 100% vegan. Ey, Wie bitte? Kommen die Leute bei solchen eBay-Anzeigen? An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so gelacht. Na gut, Leute, das war's dann schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.